dann machen wir direkt mal mit dem Nissan weiter. Der diese komische Verarbeitung hat. Um die Windschnittigkeit zu erhöhen, haben sie sich gedacht, das war ungefähr auch die schnellste Zeit von den Autos, wo die Autos am schnellsten war. Und hier ist dieser Nissan, der hat nämlich hinten verkleidete Räder. Ich schätze, das ist wegen der Windschnittigkeit. Damit der windschnittiger geworden ist. Wieder aus dem Plastikring da drüber. So, hier auch natürlich ein schönes Auto in blau-weiß. Hier dieses matt-schwarz gefällt mir da irgendwie. Das passt irgendwie dazu. Hier ist es unsere Nummer 24, Nissan, also 25. Entschuldigung, ich habe mich vorher versprochen. Hier, da diese hier auch überall gesponsert. Hier hinten steht auch nochmal fett Nissan drauf. Es ist eigentlich ein normales Fahrzeug von Nissan. Also Nissan hat es allein entwickelt. Das ist ein Werksteam. Die haben den Motor und die Karosserie selber entwickelt. Es ist ein reines Werksfahrzeug, einfach nur Nissan. Hier stehen auch die Fahrer drauf. USA. Und eigentlich wurden diese Autos auch auf Reglement gebaut. Das bedeutet, vielleicht wurde in diesem Jahr erlaubt, dass sie hinten Radverkleidung machen und in dem Jahr nicht. Hier, der Porsche hat nämlich keine. Auf jeden Fall, hier, den stellen wir jetzt auch dazu. Und ich würde sagen, wir machen mit einem gelben Porsche. Mhm.